Oh, meine lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar ist es wieder soweit, die 30. Rangliste steht bevor. Mein Schnitt dieser Monat ist ganz okay, 547,79. 29 gespielte Ranglisten, die 30. kommt, 19 verlorene Spiele. Ich hatte meine letzte Rangliste mal wieder etwas Glück, habe kein Spiel verloren, 6-0 gespielt. Und 760 oder irgendwie so, 776, irgendwie in diesem Bereich an Punkte gemacht. Dadurch ist mein Schnitt wieder ein bisschen gestiegen. Und jetzt heißt es gleich, die 30. Rangliste zu spielen. Wir sehen uns, sobald die Karten verteilt sind. Wir sind am Tisch und erstes Spiel gleich. 18? So eine Hauruck-Geschichte Ja. ohne Vieren, vier Trümpfe. Passe. Ich sag nur 18, falls eingepasst wird, dann haben wir hier eventuell Passe. einen guten Skat. So, ich stelle mal mein Handy auf Schlafmodus, dass der hier nicht irgendwie rumpiept. Den Wecker für morgen kann ich auch schon stellen. 5:30 Uhr. Karo. So. Karo ist Trumpf, gibt's gleich Trumpf Ass von mir. Ja, es ist meine 30. Rangliste, habe ich ja schon gesagt. Also die ist besonders wichtig. 15. Herzbube ist noch drin. Der muss ja beim Alleinspieler stehen. Also wenn überhaupt, können wir nur noch einen Herzstich machen. Oder ja, theoretisch auch zwei Herzstiche. Nee, ist nur einer. Herz Ass. Schneider frei, Kreuz König. Ja, der Skat war schlecht für ihn. Er musste sogar noch einen schlechten Passe. Kreuz oben lassen. Bei Passe, Passe sage ich 18, sonst gehe ich raus. Hier 18 zu halten macht, glaube ich, wenig Sinn. 18. Passe. Klar, wenn er jetzt einfach nur so 18 gesagt hat, dann kann auch mal gut liegen, ne? Kreuz Junge und noch ein Ass. Hast du auf einmal einen sicheren Gang, unverlierbar? Herz. Oh, naja. Ja, fünf Trümpfe gegen mit einer einfach bestellten 10 und einer blanken 10 heißt noch gar nicht, dass wir hier eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Kreuz Junge ist natürlich gut, dass er damit startet. Scheint ein Sechstrümpfer zu sein. Sonst würde Spieler 1 nicht so. Oh, Karo Bube. Tja, Kreuz 10. Na gut. Er schneidet hier. Ich kann ihm jetzt die Trümpfe abziehen. Und dann noch zweimal Karo spielen. Jo, das Spiel konnte er nicht gewinnen. So, Hinterhand. Passe. Drei volle Kreuz Junge. Na, ich sag mal 18? 18. Das ist eigentlich auch wieder ein Schrottspiel. Ja, passe. Karo. Alleinspieler kommt selber raus.
7. Ja, wird wahrscheinlich gestochen. Mit dem Ass bleiben wir weg. Scheint ein Sechstrümpfer zu sein. Ja. Herz Ass hat er auch. Ja. Das war's, würde ich sagen. Schneiderfrei, mehr war da nicht drin. Passe. Ja, die Karte in Mittelhand ist gruselig. 3 bestellte 10. 18. 4 Trümpfe maximal. Passe. Und auch nicht den Kreuzjungen, sondern nur den Pikjungen. Das ist nicht so toll. Kreuz. 2 Trümpfe nur. Bei dem Kreuzspiel. Falls ihr euch wundert über die Perspektive, ich habe die spiegelverkehrt jetzt mal gemacht. Das heißt also, ich sehe mich jetzt so wie im Spiegel und ihr seht mich spiegelverkehrt. Das heißt, wenn ich jetzt hier meine rechte Hand hebe, sieht es für euch so aus, als wenn ich meine linke Hand hebe. Tja, das war's. Ich habe noch kein Spiel. Es ist fast die gleiche Karte wie gerade, ne? 10 zu dritt, 10 zu 2, 10 zu dritt. Und Kreuz hatte ich Ass und Pik Bube. Also es ist lustig. Kreuz. Ja, fangen wir. Man kann jetzt hier mit im Prinzip fast mit jeder Karte anfangen, ne? Ob das die Dame ist oder die Lusche. Könnte sein, dass er den sticht, ja. So. Die steht, die steht. Dann kann ich hier ach, Pikas hat da auch noch Schneider verloren. Habe ich schon wieder so einen Spieler, der so voluminös reizt? Passe. 18. Passe. So, der sechste Trumpf unten Ass. Also man kann ja kaum besser finden. Herz. Jetzt habe ich auch gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Vor Skataufnahme war es auch wieder ein Müllhaufen. Noch eine blanke 10 gedrückt. Also der Skat war schon wirklich gut. Da kann man sich nicht beschweren. Aber trotzdem, hier fehlen 3 Buben. Hier fehlt Ass und 10 in Trumpf. Also das kann man auch ganz leicht verlieren, das Spiel. Jetzt habe ich ihn gewonnen. Karo Ass 10 kriege ich auf jeden Fall nach Hause und damit bin ich durch. Na, Pik Bube kann mir auch keiner mehr nehmen. Trümpfe sind raus. Mein erstes Spiel gewonnen. Mittelhand, 6 Trümpfe, nichts dabei. Ich sag trotzdem 18. Ja, passe. War mir klar, dass ich da nicht rankomme? Passe. Bei Spieler 2 ist ja einer von der ganz offensiven Sorte. Herz.
12. Achtzehn Abstich. Dreißig. Achtunddreißig. Das war ja gar nichts mehr drin. Wenn ich Karo 10 nicht reinhau, gewinnen wir das Ding sogar. 18? Dann kann ich noch zweimal Karo spielen. Passe. Passe. Aber wer denkt denn, dass das Spiel so schlecht ist? Kreuz. Ein Siebentrümpfer mit Pikas. Das heißt noch zwei Unbekannte. Ah, Herz Ass 10. Oh, ist das krass. Ein Siebentrümpfer mit Ass 10 Ass in der Beikarte. Das ist ja eine Traumkarte. Absolut traumhaft. Ja, bisher sehr, sehr dünne Kost. Ein kleiner Herz einfach. Und da musste ich auch noch auf einen guten Skat angewiesen. Mit 18? Einem Trumpf und einem Ass. Ja, hier werde ich auf keinen Fall reizen. Passe, passe. Pik. Pik. Ich bin herzfrei, habe vier Trümpfe gegen. Hat er hier jetzt blank ausgespielt, den Karo König? Nee, von 10 König. Ah, der hat kein Kreuz. Das ist ja jetzt doof. Tja, wie machen wir das jetzt? Wenn ich jetzt Trumpf spiele? Ich muss klein spielen, dass der eventuell noch einen Trumpf verstechen kann. Der hat Pik Bube und noch einen Buben. Das war ja auch wieder. Mann, was reizt der hier für Dinger? Ohne Vieren. Naja. Passe. Sind jedes Mal 40 Punkte. Passe. Achtzehn? Ich glaube, das ist schon mein 67. Spiel, was ich in dieser 18er Rangliste diesen Monat umgebogen habe. Ja, meine Statistik habe ich schon gesehen, im Gegenspiel ist ein bisschen besser geworden. Peak. Sechs. Oh, er hat gar kein Herz. Einmal gestochen. 20. Das
So, Trümpfe hat er nicht mehr. Das war jetzt eigentlich blöd, oder? Den hätte ich auch gleich stechen können. Das war dumm von mir. Ah, wir haben trotzdem mit 60 gewonnen. Aber eigentlich hätte ich den stechen müssen. Passe. Passe. 18? Kreuzjunge war wichtig. Ja, ich denke mal, so ist es am stärksten zu drücken, weil ich hier die 9 und die Dame habe. Sonst, wenn ich hier jetzt nicht 9 Dame gehabt hätte, hätte ich 20 gedrückt und Kreuz Dame oben gelassen. Aber so haben wir noch sogar eine relativ gute Schneiderchance. Na, jetzt wohl nicht mehr, wo Karo weggeworfen wurde. Oh, dann doch. Er hat Karo Ass zu dritt mit König und ich gebe nur einen Karo-Stich ab. Er wirft ein Karo weg und schneidet gar nicht. Das war interessant. Mit rein Schneider. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Passe. Passe. So, der hat hier 0 oder Kreuz gereizt. Und er hat hier, ja, er hat ja schon, glaube ich, 4 Spiele verloren. Steht bei minus 346. Peak. Ja, jetzt, der muss mit 2 sein. Oder mit 3. Oder ohne 4. Halt ich, alles ist möglich, aber ich denke, er wird mit 2 sein. Ohne 2 wäre auch noch möglich. Aber Peak. Oder er muss sogar Schneider spielen, das kann auch sein. Alles ist möglich. Herz kommt raus. Ja, 13. Hat er das Ass? Es wird Kreuz Pik Bo bekommen, ja. Hat er Herz Bube auch? Nee, er hat tatsächlich einen 5-Trümpfer nur. Okay. So, wartet mal. Er hat 3x Herz, 5 Trümpfe, kein Karo. Also er muss 2x Kreuz haben. Ja, Kreuz 10 gedrückt. Ja. Wäre auch egal gewesen, wenn ich den rausnehme. Wir machen zwar dann beide Stiche. Wir kriegen 4 Augen. Nee, warte mal. Die Dame kriegen wir auch noch. Wir kriegen 7 Augen mehr. Mittelhand. Oh, das sieht überhaupt nicht gut aus. Da passe ich mal Passe. Lieber. Es wird ja nicht immer Kreuzbube im Skat liegen. 18. Ja, ich habe halt 5 schlechte Trümpfe, aber wirklich schlecht. Ohne Ass, 10 König und Kreuz, Herz, Junge. Die ganze Stärke fehlt. Und dann Mittelhand noch und eine einfach bestellte 10. Also es ist alles nicht so toll. Das Spiel kann sich natürlich gut entwickeln, klar. Herz Ass, Kreuz Junge, spielst du Gang mit der Karte, ne? Oder halt ein unverlierbarer Pik. Ja, unverlierbar ist der auch nicht, aber so gut wie unverlierbar. So, der Spieler 2 kommt raus. Wird das sein 5. verlorenes? 5 Punkte. Schauen wir mal. 5 und 14 sind 19. Pik wird er stechen. Nee, bedient er. 37. Wow, dann haben wir jetzt schon 60. Und ich mache noch einen Trumpfstich. Ja, Herzkönig. Boah, war auch egal, ne? Dann dieser Nullpunkte-Stich wäre nicht notwendig gewesen. Da hätten wir nochmal 4 Punkte kriegen können. So, da hat er schon 5 Spiele verloren.
Also 18. 200 Punkte Passe. habe ich bekommen, ohne was dafür zu tun. Passe. Naja, gut, ich habe halt mitgespielt, aber letztendlich, ja, ich habe ja auch letztens auch 5 Spiele verloren. Ist noch gar nicht so lange her. Aber ich glaube nicht, dass ich so offensiv gereizt habe wie er. Das sechste Verlorene kostet schon Wie? richtig viel. Das ist mal Fakt. Ja, die Karte sieht überhaupt nicht gut aus. Doppeleinschub in Karo. Nachdem wir Schuss Kreuz gefunden hatten. Naja. So. Passe. Das ist auch nichts. Passe. Kein Ass. 18. Nur 4 Trümpfe. Zwei einfach bestellte 10. Ich muss irgendwie noch mal was kriegen. 2 Spieler Jo. erst, extrem wenig. Tja, wenn es ein guter Spieler wäre, hätte ich jetzt Pik 10 angefasst. Gegenfarbe angezeigt, aber er hat Pik blank weggeworfen. Jetzt Herz Ass rein. Ja, okay, das war's schon. Noch 2 Asse dabei. Schneider, junge Ass im Skat gefunden. Meine Güte. Passe, passe. Ich krieg aber auch einen Müll. 18. Grand. Die Jungs sitzen schon mal verteilt. Jetzt kann es eigentlich nur noch um Schneider gehen. 10. Vierundzwanzig. Oh, das war gut. König Dame für 31. 41. Nein, wir können nicht mehr gewinnen. Aber 59 wenigstens, ne? Das ist jetzt schon fast das Beste. Passe. Blatt 5 Trümpfe, sagen Passe. wir seit langem mal wieder. Ich Achtzehn. sage 18, obwohl eigentlich ist es Quatsch, auf so eine Schrottkarte 18 zu sagen. Kreuz. 4 Augen gedrückt, das ist wirklich eine Schrottkarte. Ich habe ja jetzt noch ein Ass gefunden und es ist immer noch scheiße. Teuer vor allen Dingen. Ohne Dreien. Tja, den werde ich auch nicht gewonnen haben. 59. Ja, dann kriegst du schon so wenig Potenzial und dann kriegst du auch noch auf die Fresse. Passe. 18. Vielleicht schaffe ich ja Passe. noch einen zu verlieren. Ja, das ist jetzt mit der Findung schon wieder ein bisschen schwieriger geworden. Herz. Aber leicht. Ne? Also klar, Maximum wäre alle Karos gegen, alle Trümpfe gegen. Oder sowas wie Pikas Abstich mit dem einzigen Trümpf. Und dann steht Karo Ass noch zu dritt oder zu viert dagegen.
Alles Horrorszenarien. Aber so muss es ja nicht sein. Eigentlich muss ich schon von oben spielen, obwohl. Deswegen kann ich auch von unten. Ah, vier Trümpfe gegen. Dann wird jetzt wohl der Pik-Einschub kommen. Besser ging es ja gar nicht. Trumpfeinschub, Schneider. Ja, ist trotzdem eine Kackliste geworden, ne? Meine letzte Liste. 3 zu 1 Spiele, denen darf ich keine 18 sagen. Okay, das war's von mir. Ich sag Tschüss und bis bald. Euer Quantus.